sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der saarländischen Landesregierung zum Gesetz über die Berufsbezeichnung staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker, Drucksache 16/1805, wurde vom Plenum in seiner 58. Sitzung am 13. Oktober 2021 in erster Lesung angenommen und zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz überwiesen. Diesem Gesetzentwurf liegen folgende Erwägungen zugrunde. Das derzeitig noch gültige Gesetz über die Berufsbezeichnung Lebensmittelchemiker, in Klammer Lebensmittelchemikergesetz, vom 11. Oktober 1967 regelt die Voraussetzungen für das Führen der Berufsbezeichnung staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin oder staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker. Zurzeit wird die Ausbildung von staatlich geprüften Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemikern neu strukturiert. Im Zuge dieser Umstrukturierung ist auch eine Neufassung des Lebensmittelchemikergesetzes notwendig. Da das bisherige Gesetz nicht mehr zeitgemäß ist, werden durch eine Neufassung, eine Anpassung an die heutigen Gegebenheiten sowie redaktionelle Überarbeitungen berücksichtigt. Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf gelesen und auf die Durchführung einer Anhörung verzichtet. Aus Sicht des Ausschusses war keine Anhörung zum Gesetzentwurf notwendig, da es im Wesentlichen lediglich um die Erlaubnis zur Führung und Erteilung der Berufsbezeichnungen staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin oder staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker sowie einiger redaktioneller Änderungen regelt. Zudem war Eile geboten, das Gesetz noch in diesem Jahr ins Novemberplenum in die zweite Lesung zu geben, da bereits neue Lebensmittelchemiker-Azubis im Landesamt für Verbraucherschutz ab dem 15. November 2021 eingestellt wurden und die dazu gehörige Verordnung bereits in Kraft war. Das Gesetz staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker, Drucksache 16/1805, wurde mit Zustimmung der Koalitionsfraktionen CDU und SPD sowie Abwesenheit der AfD-Landtagsfraktion und der Die Linke-Landtagsfraktion einstimmig beschlossen. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig die Annahme des Gesetzes in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.